Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Grey Matter. Ein paar von euch haben sich ja schon ein bisschen beschwert, dass das Intro ein bisschen nervig ist. Das lasse ich jetzt in nächster Zeit einfach mal weg. Ich lösche es einfach, weil, ja, es kommt ja nicht gut an. So, dann wollen wir uns jetzt hier einfach mal den Geräten zuwenden. Viele alte Rätselautomaten. Typisch Daedalus-Club halt. Wenn ich doch Zeit hätte, sie alle auszuprobieren. Ja, haben wir aber leider nicht. Deswegen, hier gibt es auch gar nichts Nützliches, muss ich mal sagen. Okay, Teufelsrätsel. Viele alte Rätsel. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter zu der öffentlichen Bar. Und die Musik ist cool, muss man sagen. So, aber hier werde ich noch ein bisschen leiser stellen. So. Okay. Gut, das hätten wir. Jetzt reden wir mal mit dem Gast, mit der Frau. Was ist in Oxford geschehen? Haben Sie irgendwas davon mitbekommen, was heute in Oxford passiert ist? Haben wir? Ja, ich glaube, wir haben. Geht es um diese UFO-Sichtung? Nein, nein, das war in Schottland. Sie haben eine Schule evakuiert, oder? Terrorgefahr. Das war in London. Ach, dann weiß ich auch nicht. Okay, danke. Ja. Mephistopheles. Kennen Sie Mephistopheles? Haben Sie ihn gesehen? Den Zauberer? Er ist ja schon mal aufgetreten. Ein faszinierender Zeitgenosse. Haben Sie ihn heute hier gesehen? Nein. Heute ist hier irgendeine maskierte Frau aufgetreten. Die war ziemlich gut. Okay, danke. Und das waren wir. Die ist doch so blöd, ey, wenn ich Es ehrlich macht bin. keinen Sinn, Ihnen. So. Kann man mit der hier reden? Nein, okay. Dann reden wir mal mit dem Barkeeper. Der heißt nicht Barmann, sondern Barkeeper. Ja, dass das klar ist. Was ist in Oxford geschehen? Jetzt fragen wir wieder dasselbe. Ich habe gehört, dass heute in Oxford irgendwas passiert sein soll. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber, oder? Unsere Gäste reden schon den ganzen Abend davon. Aber ich hatte zu viel zu tun, um genau hinzuhören. Können Sie mir sagen, was da los war? Ich? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich doch. Verstehe. Mephistopheles. Kennen Sie Mephistopheles? Ich suche nach ihm. Vor der Vorstellung habe ich ihn hier noch gesehen. Oh, danke. Okay. Gut, dann mal weiter hier. Wohin geht's da? Vordere Halle. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier, aber das hilft uns jetzt wirklich nicht gerade sehr weiter. Schauen wir doch mal hier. Gibt's hier zufällig noch jemand, mit dem man reden könnte? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, das war doch noch nicht alles. So, mit denen haben wir beide schon geredet. Können wir uns noch die Bilder Berühmte ansehen? Zauberer, schätze ich mal. Okay. Vordere Halle, da geht's nur zur vorderen Halle. Hier geht's nirgends lang, okay. Da ist eine Ziggy. Ja, nicht Zigarette. So, gut, dann gehen wir mal zum Teufelsrätselautomat. Viele alte Rätselautomaten. Das bringt uns nichts. So, jetzt geht's schon los, ja? Dass ich wieder nicht checke, was ich machen soll. Schon wieder. Da weiß ich wirklich nicht, was Sache ist, ja? Okay, hier können wir nirgends hin. Ich schau mal. Teppich, Statue, Auditorium. Ich muss zugeben, das hat wirklich Stil. Würde mich nicht wundern, wenn manche Leute den Club für eine Sekte halten. Stopp, ich muss hier noch was machen. Ich weiß es. Hier ist eine Zeitung. Das ist doch mal interessant.
Die habe ich fast übersehen, wenn ich ehrlich mal gestehe. Seltsame Ereignisse in Oxford. Um 16.30 Uhr flogen durch den Speisesaal von St. Edmund Hall unsichtbare scheibenförmige Geschosse. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, drei davon mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Keines der Geschosse konnte nach dem Vorfall gefunden werden. Die Polizei geht von einem Hagelschlag aus, doch andere Quellen behaupten, dass es ein nicht so einfach zu erklärendes Ereignis gewesen sei. Es handelt sich um den dritten in einer Reihe von seltsamen Vorfällen, die sich in den vergangenen Tagen auf dem Campus ereignet haben. Und das Polizeipräsidium von Oxford ist ratlos. Oh nein, das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet im Speisesaal? Und wie haben Sie das mit der Diskusscheibe rausgekriegt? Ja, das warst doch du, oder? Oh nein. Ja, da gucken Sie uns nur... Das macht keinen Sinn. Gucken Sie uns hier nur blöd an. Können wir ja weiterlaufen. Ja, genau. Ich muss ab und zu einfach mal ein bisschen checken. Eine hübsche Frau, für wahr, mit ihrem rabenschwarzen Haar. Sie wollen kurz Luft schnappen vor ihrem nächsten Auftritt? Ich habe heute das keinen Auftritt. Das ist der Typ, der uns vorher nicht reinlassen wollte, wo wir mit David Styles rumgelaufen sind. Ich bin lediglich ein Bauer in dieser... Bauer. Mephistopheles. Kennen Sie Mephistopheles? Kennt die Blume den Regen? Kennt der Horizont die Abendsonne? Das interpretiere ich als ja. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Der Club ist wie die Gottheit Janus. Er hat zwei Gesichter. Das eine offenbart sich der Öffentlichkeit, das andere nur den Weisen. Welches sehen Sie? Sie meinen, es gibt einen privaten Bereich? Die Kandidatin erhält 100 Punkte. Ja. Ich muss wirklich dringend mit Mephistopheles reden. Können Sie ihn bitte holen? Nein. Können Sie's? Wie? Sie haben doch gesagt, er ist im privaten Bereich des Clubs. Privilegien kann man sich verdienen für einen Abend oder zwei. Wenn Sie den Test bestehen. Oh nein, nicht schon wieder ein Spiel. Ich muss jetzt sofort mit Mephistopheles reden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Oh nee, komm. Wollt ihr mich hier verarschen, ey? Das gibt's doch nicht. Immer dasselbe, ey. Oh Mann. Da habe ich jetzt sicher keine Lust drauf. Wir gehen zurück. Wohin geht's dahin? Lady Byron sind die... Ja. Nee, wir wollen doch... ich wollte doch nicht raus. Das ist komplett falsch. Heute in diesem Part werden wir das Game durchzocken. Das ist eins, was sicher ist, weil wir haben nur noch Kapitel 8 und das dürfte machbar sein. Geht halt ein bisschen länger, der Part, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich sage mal so, meistens so kürzer, längere Parts, aber dafür weniger. So. Viele alte Rätselautomaten. Okay, da müssen wir anscheinend doch uns diesem Stopp. Ist das? Viele alte Rätselautomaten. Ja, okay, da müssen wir anscheinend doch dieses Spiel machen. Weil mit den Rätselautomaten hat es bestimmt auch noch was auf sich. Gut, dann muss es wohl sein, sag ich mir einfach. So, gut, los. Was ist das? Ist die Kugel. Na komm, mach mal. Also schön. Wo finde ich das Spiel, um in den privaten Bereich des Clubs zu dürfen? Wohin müssen alle gehen? Nach unten. Das gilt es zu verstehen. Und wer sich dort bewährt, dessen Stolz bleibt unversehrt. Ja, vielen Dank auch. Ja, gut, also dann gehen wir dahin. Wahrscheinlich geht es jetzt hier mit den Automaten. Ich denk's mal. Ich hoffe es, dass es klappt. Denn ich wäre ziemlich scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ja. Teufelsrätselautomat.
Aber lass mich einfach mal ein bisschen hier. Ich teste das jetzt gerade. Ah, Hebel. Geschafft. Yes! Ich musste den Hebel noch drücken. Hey, was zum... Was geht jetzt ab hier? Hä? Hallo? Ist ja geil mit einer Rutsche. Wie geil das... Sieh mal einer an. Das sieht ja geil aus hier. Alles in rosa. Das ist ja mal der Hammer, wenn ich ehrlich bin, ey. So, dann schauen wir uns doch erstmal hier das Gemälde an. Mal schauen. Ihre Hände sehen komisch aus. So, als würden sie etwas halten. Ihre Hände sehen... Ihre Hände... Ja, so. Was ist das? Wow. Cherchez la femme. Cherchez la femme. Ich war mal eine Zeit lang in Paris. Ich glaube, das heißt so viel wie... Suche die Frau. Suche... Offensichtlich muss ich mich nach einer Frau umsehen. Ja, ich weiß doch nicht wo... Da ist eine Frau, ja, auf dem Gemälde, aber die bringt uns nicht viel. Wir schauen uns einfach mal weiter um. Das wow. Schaffen wir schon. Solche venezianischen Masken habe ich schon mal gesehen. Diese hier ist wirklich wunderschön. So, ich mache Hotspots an. Boah, Cembalo, alles haben wir hier. Sieht aus wie ein Flügel. Wie romantisch. Wahrsagerautomat. Solche Automaten waren früher sehr beliebt. Sie sollen die Wahrheit offenbaren, wenn man bereit ist, dafür zu bezahlen. Naja, ich glaube das jetzt eher nicht, aber... Wenn die Leute meinen, dann können sie das ja gerne tun. Ich fasse mich mit solchem Zeug nicht auseinander. Er befasse mich nicht. Ja, ja. Ich befasse mich nicht mit solchem Zeug, ja. Ist halt so, ne? Requisiten von berühmten Zauberern. Eine eindrucksvolle Sammlung. Jo. Aha. Komm, guck mal hier alles noch. Die Renaissance-Stil-Herzdame. Tja, ohne die Schlüssel komme ich da nicht rein. Ich muss sie finden. Ja, super. Statuen im antiken Stil. Wahrscheinlich aus der Renaissance. Passt zu diesem Zimmer. Ja, Start. Ihr seid geil. Ihr seid richtig geil. Jetzt weiß ich hier nicht, wo... Gehen wir mal hier hin. Spaßeshalber. Wohin geht's? Hä? Ich fass es nicht. Was war das? Dann gehen wir mal hier hin. Hab ich nicht gewusst. Oh ja, hier Kiste mit Kettensäge. Jetzt geht's aber richtig zur Sache. Alter Schwede. Schauen wir uns hier einfach ein bisschen um. Cooles Bühnenzubehör. Das Hexers Sprüchebuch. Ich würde sagen, es stammt aus den 50er Jahren. So, und hier mal wieder ein Bild. Die sehen alle so aus, als würden sie etwas halten. Mit dem Bild ist irgendwas faul. Aber ich sehe nirgends Knöpfe oder sowas in der Art. Tja, da weiß ich doch auch nicht weiter. Boah, Kiste mit Kettensäge, das geht ab. Ich war noch nie ein Fan von Horror-Tricks, aber ich finde das geil. Ich muss sagen, geht. Diese Requisite ist echt gruselig. Das trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre in diesem Raum bei, ja. Oh ja. Pickdame. Nee, schauen wir uns erstmal die Handschellen an. Handschellen. Sieht man auch nicht alle Tage irgendwo rumliegen. Wie könnten Sie mir weiterhelfen? Handschellen. Wie können... Tja. Da steht, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist. Ob das stimmt? Woher soll ich das wissen? Da steht... Können wir einfach mal hier Randale machen. Pickdame. Wo geht's dahin? Jo, ja. Ganz schön viele Räume, ey. Das gibt's ja nicht.
Da geht's wohl nicht raus. Scheiße. Hilfe! Tja. Hey! Alter! Was geht jetzt ab? Jetzt sind wir hier. Es gibt's doch nicht hier. Meine Fresse. Zweiköpfiges Kaninchen. Ein zweiköpfiges Kaninchen? Was zum Teufel ist das? Alter, das ist alles so irgendwie so komisch. Hier ist wieder ein Gemälde. Sie sehen so aus, als würden Sie auf etwas zeigen, aber ich weiß nicht auf was. Sie sehen so aus. Verdammt. Schalter. Auf dem Tisch steht, nicht drücken. Das klingt ja schon fast wie eine Aufforderung. Ja, wir machen es trotzdem mal. Wow, das ist ja cool. Ausgeklügelte Spezialeffekte, muss ich schon sagen. Okay. Aber das lassen wir jetzt mal lieber, oder? Würde ich sagen. Ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber... Schaukasten haben wir hier noch. Da ist Diamant, habe ich gerade irgendwas gelesen. Noch ein Wahrsageautomat. Noch ein Wahrsageautomat. Okay. Gehen wir mal weiter hier. Wo sind wir jetzt? Oh, das dürfte interessant werden. Ist ja krank, ey. Ist ja geil. Ja, super. Muss ich denn jetzt lang? Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das ist richtig schwer. Gehen wir mal dahin. Ich betrete das Labyrinth erst, wenn ich weiß, wie man zum Ausgang findet. Ja. Ich betrete das Labyrinth. Ja. Stopp mal. Informationskasten. Glaube nicht alles, was du liest. Okay. Glaube nicht alles. Interessant. Glaube nicht alles, was du liest. Ich lese jetzt einfach alles nochmal, weil die kann ja nicht weiter, anscheinend. Ein zweiköpfiges... Was zum Teufel ist das? Hotspot. So, Ausgang, Karodam, Informationskästchen. Sie sehen so aus, als würden sie auf etwas zeigen. Okay. Dann Karodame. Einmal da. Bitte. Ich betrete das Labyrinth erst, wenn ich weiß, wie man zum Ausgang findet. Oh, Mann. Meine Fresse. Ich bin wieder oben. Ja, jetzt müssen wir nochmal da runter, oder was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Wollt ihr mich verarschen? Ja, wollt ihr mich?
Dann noch mal alles von vorn. Das nervt jetzt. Lauf halt. Oh, jetzt müssen wir alles nochmal machen. Gibt's ja nicht, ey. Das gibt es nicht. Ja, mach. Vollidiot. Geschafft. Nicht schon wie? Mach mal den ganzen Schrott nochmal. Ich mach das noch einmal. Sieh mal einer an. Einmal. Wenn's jetzt nicht klappt, dann reicht's. Statuen im das Spiel des Lebens? Ein weiteres Rätsel des Daedalus-Clubs. Ich muss es wohl lösen, damit ich hier unten irgendwie weiterkomme. Na großartig. Wie es scheint, muss ich Schlüssel gewinnen. Und zwar von drei Damen. Zu sehen, was dem gewöhnlichen Auge verborgen bleibt, benutze das Licht. Welches Licht? Das Licht hier unten ist doch schon an. Zu sehen. Statue. Ich schaue mir jetzt alles an. Mir ist scheißegal, wie lang der Part wird. Ich will das jetzt fertig kriegen. Noch ein Wahrsagerautomat. Wow. Solch. Wow. Requisiten von berühmten. Okay. So. Dritter Ausgang. Wie gesagt. So. Hier haben wir noch eine Pistole. Komm, die nehmen wir mit. Ich mag keine Pistolen. Und ich laufe sicher nicht mit einer herum, wenn ich nicht weiß, dass ich sie wirklich brauche. Ich mag... Ach komm, dann lass es halt. Mir ist es ziemlich egal eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aha, eiserne Jungfrau. Jetzt hab ich's. Gibt's ja auch noch. Eine eiserne Jungfrau. Reizend. Sie scheint offen zu sein. Pff, da würde ich nicht gern drin sein. Wenn ich ehrlich bin. Verlassen ist eine Option. Frage die Karo 6. Könnte das eine Tür sein? Vielleicht sogar ein Ausgang? Verlassen? Okay. Verlassen? Der Daedalus-Club hat ganz schön viele von diesen alten Rummelplatzautomaten. Ein großer Tierschädel. So, die Handschellen waren ja auch noch da. Handschellen. Sieht man, wie könnten sie mir weiterhelfen? Na egal. Weiter geht's. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Wenn doch, regt sie mich ziemlich auf. So, jetzt kommt nochmal diese Sequenz. Oh oh. Die ja irgendwie witzig Hilfe! Ist. Hey! Meine Güte. So, wo muss ich jetzt hin? Sagt es mir.
Jetzt aber. Ich betrete das Labyrinth erst... Alter. Was soll die Scheiße? Was soll der Fuck? Ich betrete das Labyrinth erst... Oh, Mann. Meine Fresse. So, dann machen wir mal die Schalter aus. Und schauen uns nochmal das Gemälde an. Hier steht links, dann rechts. Abwechslung ist Trumpf. Wähle den Ausgang, der dein Ziel am weitesten entfernt erscheinen lässt. Immer nach links. Immer nach rechts. Vier unterschiedliche Anweisungen. Klingt so, als wären hier Richtungen gemeint. Links, rechts. Hier steht, wähle immer nach vier... Okay. So, jetzt wissen wir Bescheid. Und jetzt können wir aber jetzt uns dem Labyrinth zuwenden. Ja, Mann. So. Oh ja, das geht's doch nicht, ey. Nochmal. Ich geh mal... Ach, da gibt's gar keinen Ausgang. Boah, das ist aber scheiße gemacht hier. Ich weiß doch nicht, wohin ich laufen soll. Ja, mal zurück hier. So. Nochmal. Nochmal lesen. Hier steht links, dann rechts. Abwechslung ist Trumpf. Wähle den Ausgang, der dein Ziel am weitesten entfernt erscheinen lässt. Immer nach links, immer nach rechts. Vier unterschiedliche Das ist alles so kompliziert, ey. Da haben sie ja aber wirklich einen harten Brocken ausgewählt hier zum Schluss. Und das Spiel dauert noch ein bisschen hier. Nochmal. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Sorry, Leute, wenn es euch zu lange geht, spult einfach vor. Man muss halt jetzt sein, ne? So, nochmal rechts. Und jetzt links. Der dein Ziel am weitesten... Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Wo soll ich denn eigentlich hier sein? Oh Mann.
Das kannst du knicken, ey. Das kannst du knicken. Das ist übertrieben. Es ist unverschämt, wenn ich ehrlich bin, ja? Ich gebe nicht auf. Ich mache das so lange, bis es fertig ist. Da bin ich ehrgeizig. Ehrlich. So. Okay. Test jetzt mal, das ist die Säule. Und immer die kleinere Säule. Ha, wo sind wir denn da? Leute, ich glaube, ich hab's. So. Schauen wir uns mal die Plattform hier an. Da ist ein Schlüssel. Ja, der orangene Schlüssel. Okay. Ornamente. Schönes Labyrinth. Aber ich will nicht rumtrödeln, also weiter. Und zwar vorsichtig. So, dann rechts, bitte. Nicht jemand? Das ist ja Helena. Was macht die denn hier? Okay, jetzt wird kompliziert. Jetzt sind Schatten von Helena am Start. Mal schauen. So, ich denke mal, dass es wieder so sein wird, dass wir immer die kleinere Helena nehmen müssen, die etwas kleiner erscheint. Das ist in dem Fall sie. Hey! Ich komme hier nicht raus! So, hier. Die ist kleiner, glaube ich. Verdammt! Ich will hier raus! Hallo? Hast du dich verirrt? Ich kann zu dir kommen, wenn du tust, was ich dir sage. Stillstehen. Nach links gehen, nach rechts gehen. Okay, schwere Entscheidung, würde ich sagen. Ich würde sagen, du bleibst stehen. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. So, und dann der kleineren Silhouette. Das ist in dem Fall die hier. Oh, das war der falsche Weg. Ich muss Helena finden. Oh, Leute, das... Ihr wollt ihr mich jetzt verarschen hier? Wollt ihr mich verkackeiern? Ah, da ist sie wieder. Nochmal. So, sie ist kleiner. Okay, immer das Nähere. Jetzt habe ich es gecheckt. Oh, das war der falsche Weg. Klappe. Verdammt! Ich will hier raus! Hallo? Hast du dich verirrt? Ich kann zu dir kommen, wenn du tust, was ich dir sage. Bleib, wo du bist. Wisst ihr was? Ich mach ein Quickie. Kein Bock, den Scheiß nochmal zu machen hier. So. Oh, das war der falsche Weg. Okay. Quick Load. Dann rechts, rechts. Und wieder rechts, so. Vicky. Ich sichere mich jetzt ab hier. Oh, das war der... Gut.
Oh, das... Ah, okay. Rechts, links. Nochmal. Rechts. Links. Sam! Ja! Gott sei Dank hast du mich gefunden. Ich irre hier schon seit Stunden rum. Helena, was machst du denn hier? Mach einfach, dass wir hier rauskommen, ja? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von Spiegeln genug haben würde. Aber wenn wir nicht bald hier rauskommen, dann schreie ich. Ist ja gut, beruhige dich. Folge mir. Okay, sie geht automatisch, das ist schon mal sehr gut. Was sind das für Spinner? Ich hätte hier drin sterben können. Das bezweifle ich. So springt man nicht mit zahlender Kundschaft um. Tja, beim Daedalus Club geht es halt nicht nur darum, Spaß zu haben. Heul doch. Was willst du damit sagen? Ich weiß, dass du mit Mephistopheles hinter der meisterhaften Inszenierung steckst. Ich habe gesehen, wie du aus dem Black Wand gekommen bist. Dem Zauberladen? Da bin ich nur hingegangen, weil ich nach dir gesucht habe. Ja. Harvey meinte, dass du dort warst. Ist klar. Und aus dem gleichen Grund bin ich hierher gekommen. David war heute in St. Edmund Hall. Ich wollte dich warnen. Er weiß nämlich, dass du keine Studentin bist. Und kriege ich dafür ein Danke, Helena? Nein. Stattdessen kommst du mit Anschuldigungen. Und was zur Hölle soll bitte eine meisterhafte Inszenierung sein? Du kennst Mephistopheles wirklich nicht? Wenn das dieser bärtige Freak aus dem Zauberladen ist, dann nein. Nicht wirklich. Also, wissen alle, dass ich gar nicht in Oxford studiere? Der ganze Club der Lämmer? Ja, Schätzchen. Alle. Und warum hast du dir dann überhaupt die Mühe gemacht, mich zu warnen? Schließlich habe ich dich belogen, oder? Weil wir deine Freunde sind, Sam. Herrgott nochmal. Hast du etwa noch nie richtige Freunde gehabt? Ich... Nein. Du hattest tatsächlich noch nie richtige Freunde. Du bist doch echt ein Freak. Das ist hier nicht das Problem. David ist das Problem. Er denkt, dass ich die ganze Zeit gelogen habe. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich eine Studentin bin, um den Job zu kriegen. Und jetzt denkt er, dass ich hinter all den Vorfällen auf dem Campus stecke. Das ist wirklich dumm gelaufen. Hey, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass du damit nichts zu tun hast. Und du hast mich wieder daran erinnert, dass Harvey vor dem Black Wand herumgelungert hat. Er muss derjenige sein, der mit Mephistopheles unter einer Decke steckt. Aha. Samantha, du solltest die Sache der Polizei überlassen. Nein, ich muss herausfinden, wer dahinter steckt. Wenn ich nicht beweisen kann, dass nicht ich es bin, wird mir David niemals verzeihen. Ach, verdammt. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Nein, ich werde Mephistopheles finden und dann muss er auspacken. Ich glaube, hier unten ist irgendwo ein Eingang zum Privatbereich des Clubs. Dann tu, was du für richtig hältst, Sam. Ich habe getan, was ich konnte. Sei vorsichtig. Jetzt verpisst sie sich, oder was? Ist klar. Anstatt, dass sie mitkommt... Na, egal. So. Hier geht's zum Ausgang. So, und jetzt geht's wieder rein. Ja, Helena hat's gleich geblickt, wo es rausgeht. Respekt, Respekt. So, wie viel Fortschritt haben wir eigentlich noch? Da muss ich mal kurz checken hier. Stopp. 40%, okay. Egal. Das werden wir jetzt durchziehen. Das ist klar. Wenn ihr mal lauft. So. Wir ziehen das durch, ich sag's euch. Aber ganz sicher. So, dann machen wir das ganze Spielchen nochmal. Weil wir ja nichts anderes zu tun haben hier. Komm jetzt. Ah, da geht noch was. So.
Geschafft. So. Nicht schon wie? Okay. Stopp. Sieh mal einer an. Der sieht irgendwie anders aus als vorher. Ist mir ein bisschen auffällig hier. Schauen wir uns nochmal das Gemälde an. Hey, da... Die halten ein Buch in der Hand. Der Zauberer hat ein Buch in den Händen. Welches enthält den richtigen Hinweis? Okay, weiter. Das war das hier. Jetzt ist alles winzig hier. Wow. So, Nummer 3 bitte. Alter. Alter Verwalter, ey. Schnappen wir uns mal die Handschellen. Ich hoffe, das geht jetzt. Können wir sie jetzt nehmen? Handschellen. Sieht man auch. Wie könnten sie mir weiterhelfen? Nö. Handschellen. Immer noch nicht. Gut. Okay, gut. Geht natürlich auch. Schauen wir uns nochmal hier das Gemälde an. Vier Zauberer und vier Requisiten in ihren Händen. Das muss ein Hinweis sein, aber für was? Tja, da weiß ich leider auch nicht weiter, ja? Eigentlich könnten wir doch jetzt die mitnehmen. Ich frag mich, warum das jetzt nicht geht. Da steht zwar, dass der Glaskasten mit einem Alarm gesichert ist, aber ich würde mir die Handschellen wirklich gern krallen. Dann mal los. Kein Alarm. Zumindest keiner, den man hören kann. Gut, okay, das ist schon mal sehr geil. So. Hier geht's zurück. Bin ich richtig? Ja, ich müsste richtig sein, denke ich mal. So, jetzt hier rein bitte. Ach, sieh mal einer an. Was haben wir denn da Schönes? Hier mit dem Gemälde. Boah, das ist geil gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist schwer. Sie tragen Waffen. Ich brauche doch keine Waffe, um das Rätsel zu lösen, oder etwa doch? Naja, beim Daedalus Club kann man nie wissen. Und hier ist eine Dame, ganz schön auffällig. Sie tragen Waffen. Naja. Naja. Gut. Okay. Dann mal weiter, bitte. Gehen wir mal in den Raum. Atlas. Diese Atlas-Statue sieht solide aus. Ich frage mich, ob ich sie irgendwie bewegen kann. Aha. Okay. Und jetzt? Ich habe die Statue woanders hingeschoben. Ich frage mich, wo sie jetzt ist. Tja, das weiß ich leider auch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Wow. Alter, wo sind wir jetzt? Das ist echt genial. Ja, das kannst du richtig laut sagen, wenn ich ehrlich bin, also. Oh, die Bretter sind mit schleimigem Moos und stinkendem Wasser bedeckt. Aber ich wüsste nicht, wie ich sonst auf die Plattform kommen soll. An den beiden Enden der Bretter sind Ringe angebracht. Das muss einen Grund haben. Ha! Wir haben doch Handschellen gefunden. Die wenden wir mal darauf an. Ich schaff's einfach nicht, dass das Brett an Ort und Stelle bleibt. Es bewegt sich jedes Mal, wenn ich es berühre. Ich kann nicht auf diesen Brettern gehen, solange sie sich noch bewegen. Dann mach mal jetzt. So. Jetzt sollte das Brett an Ort und Stelle bleiben. Diese Handschellen sind perfekt dazu geeignet, die Bretter miteinander zu verbinden. Zufall? Niemals. Das
ist jetzt damit hier? Mal darüber, so. Ah, und jetzt nehmen wir wieder Handschellen. Ah, okay. Jetzt kommen wir bis ganz rüber. Ja, ist doch sehr nice, muss ich sagen. Ehrlich. Können wir da nehmen? Ein grüner Schlüssel. Vielen herzlichen Dank. Okay. Mit diesen Planken war es gar nicht so schwer, sicher auf die Plattform zu gelangen. Wie auch immer. Ja, komm mal hier weiter. Da komme ich nicht hin. Komm nirgendwo hin anscheinend. All diese kleinen Plattformen scheinen gleich weit voneinander entfernt zu sein. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Wir haben doch noch ein paar Handschellen. Cooler Trick. Da komme ich nicht... Okay, wir kommen nirgends hin. Das ist schon mal interessant zu wissen. Sorry Leute, ich muss kurz unterbrechen. Es gab was Wichtiges. Ich habe aus Versehen zu spät die Aufnahme gestartet. Ja, wieder und ja, sorry. Egal. Machen wir halt von hier aus weiter. Die ist eh jetzt nur hier rüber und hat die Handschellen mitgenommen. Ganz einfach. Kein Problem. So. Wo ist der Herzraum? War das der normale? Ich glaube, das war der hier. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, genau. Stimmt. So, jetzt ab in den Pickraum. Der Herz... Herz 3, was weiß ich. So. Okay. Gut. So. Jetzt müsste aber gehen hier. Weil es jetzt wird es ja vom Atlas gehalten. Kann das nicht einstürzen. Schon mal sehr geil. Ich hoffe, Atlas hilft mir aus der Patsche. Atlas. Atlas hilft uns. Atlas ist stark. Es hat funktioniert. Fantastisch. Okay. Die Atlas-Statue stützt die Decke. Starker Typ. Ja, starker Typ, der nicht lebt, ne? Okay, schauen wir uns hier mal an. Was steht denn da? Da, der violette Schlüssel. Nehmen wir. Ich habe den violetten Schlüssel. Okay, gut. So, jetzt gehen wir wieder durch die linke Tür. So, Pick 8 wieder zurück in den Herzraum, bitte. So, okay. Ich würde sagen, jetzt geht das ja eigentlich hier. Mit dem... Wir haben ja die Schlüssel gefunden. Statuen im... Also, was verbirgt sich hinter der Tür? So, alle drei Schlüssel. Okay, erstmal den einen einsetzen. So, dann der grüne. So, und dann der orangene. Ja, jetzt komm mal rein. Alter, da muss ich doch irgendwo Mephistopheles... Ja. Da ist er. Alter. Das ist ja mal was. Wie weit man da kommen muss, bis man den findet, ey. Hammerhart. So, jetzt... Ich will mit Mephistopheles reden, aber ich muss ihn irgendwie dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Er ist so schlüpfrig wie ein Aal. Aha, okay. Gut, dann wieder zurück in den Herzraum. So, ich glaube, eine Waffe ist immer gut als Druckmittel. Damit kriegst du jeden gesprochen, ja. Und den nehmen wir uns jetzt doch einfach mal.
Ich glaube, ich werde versuchen, diesen Schaukasten aufzukriegen. Mal sehen, was passiert. Oh, keine Spezialeinheiten, die diesen Raum hier stürmen. Ich glaube, im Moment bin ich sicher. Eine Pistole. Da es einige Leute gibt, denen ich gerne eine Kugel in den Kopf jagen würde, könnte ich dieses Ding gut gebrauchen. Ich leih mir die Pistole mal aus. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Ich denke schon. So, Druckmittel haben wir. Jetzt geht's rein. Wieso hat er das eigentlich... Merkt er das nicht, dass wir da sind? Komisch. So, jetzt hast du Pech. Jetzt hast du Pech, mein Freund. Samantha! Ihr Auftritt heute Abend war fabelhaft. Danke. Gesellen Sie sich doch zu mir und sagen Sie mir, was Sie vom Club halten. Hören Sie mir genau zu. Sehen Sie diese Pistole? Ich will die Wahrheit wissen, und zwar jetzt. Oder ich schieße. Eine Pistole? Wozu das? Ich will ein Geständnis, dass Sie hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecken. Und ich gehe nicht, bevor Sie nicht ausgepackt haben. Sind Sie verrückt geworden? Ich war derjenige, der Sie diesem Club empfohlen und Ihnen den heutigen Auftritt ermöglicht hat. Haben Sie denn kein bisschen Anstand? Lenken Sie nicht vom Thema ab. Sie können mich nicht ruhig stellen, nur weil Sie mir einen Auftritt beschafft haben. David glaubt, dass ich hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecke. Ich werde nicht zulassen, dass er mich sein Leben lang hasst und denkt, dass ich ihn getäuscht habe. Und die merken gar nichts da hinten dran. Die Typen. Die Liebe ist immer ein edler Beweggrund. Und wohl der Einzige, der ein derart unflätiges Verhalten entschuldigen kann, junge Frau. Ich liebe David Styles nicht. Niemand will mich verstehen. Doch, ich verstehe Sie. Wo bleibt Ihr Geständnis? Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich umstimmen können? Lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Das Problem ist, wenn man sich allzu sehr mit Illusionen und Inszenierungen beschäftigt, neigt man gerne dazu zu denken, dass jeder andere das auch tut. Ich war mir sicher, dass Sie hinter den Vorfällen in Oxford stecken. Das tue ich nicht. Wenn Sie es nicht sind... Dann bist du der Idiot. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ach, kommen Sie. Du bist es. Halten Sie mich nicht länger zum Narren. Dann muss ich Ihnen wohl etwas zeigen. Nun gut, kommen Sie mit. Das war unglaublich. Aber die Aufnahme ist alt. Für so eine Illusion braucht man technische Hilfsmittel, die es damals doch noch gar nicht gab, oder? Ich verstehe das nicht. Sie glauben nicht an echte Magie, wie fast alle Zauberer, weil sie so damit beschäftigt sind, ihre Illusionen zu erschaffen. Sie meinen, er konnte wirklich Blumen manifestieren? Das ist doch verrückt. Sind Sie sich da so sicher? Aber... Was hat das mit der Inszenierung? Da, Impost, da ist es. Die von Ihnen gesuchte Person ist kein Illusionist. Betrüger. Solange Sie nach einem suchen, werden Sie den wahren Schuldigen nicht finden. Jetzt wissen wir es. Oh mein Gott, ich weiß, wer es war. Jetzt wird alles aufgeklärt. Laura, oder? Laura. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Laura. Jetzt. Raus! David, das ist Angela. Angela? Nein, ich bin Laura.
Das ist Angela. Ich bin Lola. Es ist Angela. Okay, wir sind uns sicher. Und wir brennen. Hilf uns mal. Alles in Ordnung? Es hat nur meine Jacke erwischt. Angela ist weg. Wohin könnte sie gehen? Irgendeine Idee? David, Angela ist psychisch krank und sie ist besessen von ihnen. Und dann ist da noch diese völlig verrückte Sache mit ihrem Vater. Alle Vorfälle auf dem Campus stehen im Zusammenhang mit einem Foto ihres Vaters. Er ist ums Leben gekommen, als sein Pub abgebrannt ist. Abgebrannt? Ja, arme Angela. Das muss sie ganz schön mitgenommen haben. Aber ich verstehe nicht, wie sie das alles macht. Wie zum Beispiel die Gewichte im Fitnessraum. Sie sind einfach durch die Luft geflogen und... Ihr Gesicht... Es sieht schlimm aus, oder? Ja, schlimm. Was war das? Ah, er hat die Maske weggemacht. Sofort. Wo könnte sie sein? Ich glaube, ich weiß es. Ich erzähle Ihnen alles unterwegs. Angela! Lasst mich in Ruhe! Geht weg! Ein Opfer, ey. Vielleicht solltest du mich mit ihr reden lassen. Bleib zurück, Sam. Darum muss ich mich alleine kümmern. Und sie geht trotzdem mit. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Ist schon gut, Angela. Wir wollen nur mit dir reden. Sprich für dich selbst. Ich weiß, wer du bist, Angela. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden. Wie die jetzt aussieht. Warum belästigen sie mich? Warum sind sie hier? Wie die aussieht jetzt auf einmal. Ihre Augen und so. Wie macht sie das? Alter. Sam, verschwinde. Sofort. Das ist zu gefährlich. Ich gehe nirgendwo hin. Alter. Falter. Heiliger Bimbambino. Geht denn der vor, ey? Oh Mann. Alter, wann hört es auf? Wir dürfen uns ihr nicht nähern, solange sie so ist. Wir müssen sie irgendwie dazu bringen, das abzustellen. Pistole. Es wäre wahrscheinlich keine gute Idee, sie zu bedrohen. Okay, Handschellen. Dazu komme ich nicht nah genug an sie ran. Ich könnte Angela mit der Laterne ablenken. Aber dazu müsste ich etwas reintun, worauf sie irgendwie anspricht. So, was könnte sie? Papierfee. Ach so, die mag Papierfeen. Bereit. Yes. Okay, sie hat uns doch eine gemacht, das wissen wir noch. So, schnell komm. Eine Fee. Was hast du vor? Ah, es hat geklappt. Ich muss erstmal was trinken jetzt. Hier. Ja, was? Was muss ich denn jetzt machen? Sie steht direkt auf dem Taufbecken. Ja, hallo? Was muss ich jetzt machen? Oh mein Gott, sag's mir doch. Schalter, ach Schalter. Dann wird das Teil abgelassen und sie wird getauft. Oh Mann, sieht die schrecklich aus, ey.
ist ja Wahnsinn, ey. Tja, geht wohl nicht mehr hier mit den Zaubertricks oder was, ne? Mit deinen Gut Kräften. Gemacht, Sam. Das sollte sie daran hindern, Feuer zu manifestieren. Zumindest vorübergehend. Geht weg! Sie haut ab. Hinterher! Genau, hinterher. Los geht's, Verfolgung. Darum muss ich mich selbst kümmern. Okay, aber bitte sei vorsichtig. Gut, dann hau rein, David. Ich hätte dir an dem Tag im Sprechzimmer zuhören sollen. Was du getan hast, war nicht richtig, aber ich weiß, dass du Laura nicht wehtun wolltest. Wir müssen einander vergeben. Und uns selbst. Ich will dir helfen, diese Sache zu kontrollieren, damit niemand mehr verletzt wird. Man kann Feen nicht kontrollieren. Sie tun, was sie wollen. Ich habe Feen geliebt, aber sie haben meinem Daddy wehgetan. Sie waren sehr böse. Oh Mann. Angela, komm her. Setz dich zu mir. Sei ein braves Mädchen. Sie sind nicht mein Dad. Sie sind nicht Jesse Mulholland. Angela! Da ist er. Sehen Sie ihn? Er ist direkt hier. Alter. Angela. Weil jetzt springt die auch noch. Das ist ja unfassbar, ey. Angela, hör mir zu. Was deinem Vater passiert ist, war nicht deine Schuld. Er hat dich geliebt und hätte gewollt, dass dir geholfen wird. Feen können fliegen. Ich bin froh, dass wir alle zur Beerdigung gegangen sind. Außer uns war ja fast niemand da. Tja, sie hat's erwischt. Traurig. Ich muss die ganze Zeit an sie denken. Wie kann man sich nur das Leben nehmen? Seit dem Vorfall im Speisesaal war sie so komisch, als hätte sie sich dafür verantwortlich gefühlt. Das ist doch verrückt. Hatten Sie nicht etwas auf Ihrem Gehirnscan gesehen, Dr. Stiles? Was war es? Eine Aktivität in ihrer Massa Intermedia, einem kleinen Bereich im Gehirn, den nicht jeder hat. Wir kennen seine Funktion nicht. Selbst wenn dieser Bereich vorhanden ist, konnte dort bisher nie etwas gemessen werden. Aber bei Angela war er aktiv. Und zwar direkt vor den Vorfällen auf dem Campus. Also, war sie sowas wie ein Alien und hat wirklich die Vorfälle auf dem Campus verursacht? Mit ihrem Gehirn? Natürlich war sie kein Alien, nur ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Und was die Vorfälle auf dem Campus betrifft, ich habe keinerlei Beweise. Die Autopsie hat nichts ergeben. Und von Ihnen hat auch niemand irgendwelche Beweise. Daher denke ich, dass Diskretion die klügere Entscheidung wäre. Mann, ist das abgefahren. Was haben Sie jetzt vor, Dr. Stiles? Ich werde forschen. Viel forschen. Er wird forschen. Und Samantha schaut. Und sie spült. Du bleibst also hier? Bei Dr. Groß, düster und tödlich? Ich wäre doch echt blöd, wenn ich hier abhauen würde. Tolles Haus, gutes Essen und 100 Pfund die Woche. Ja, ja, schon tja, klar. Geld regiert die Welt hier. Hast einen Unterschlupf, dann passt das doch alles. Mit Essen, Verpflegung, Pennen, das alles passt doch einfach. Sam, schaff dieses verdammte Kaninchen weg. Oh Mann, aber darüber regt er sich trotzdem noch auf. Aber das kriegen wir schon in den Griff, ne? Beziehungsweise Samantha. Die kümmern sich schon darum. Und so Leute, das war Grey Matter.
Ja? Läuft hier noch was? Frankensteins Braut. Okay. Ja, Leute, das war Grey Matter, mein Let's Play. Ich fand's recht gut. Aber ich muss sagen, es kam trotzdem nicht an Black Mirror ran. Kennen ja bestimmt viele Leute, ja. An sich, mit den Zaubertricks hat's mich ein bisschen aufgeregt. Da musste ich öfters einfach mal in der Lösung schauen und so. Und auch jetzt gegen Schluss war auch schon öfters die Lösung. Da musste ich einfach mal zur Lösung greifen. Ja, war halt einfach schon richtig schwer. Also, mir hat das Spiel, ja, war okay. Also, wenn es eine Skala gibt von 0 bis 100, würde ich dem Spiel, ja, 70 geben. 70. Ja, war auf jeden Fall richtig gut. Also schon für das Game. Und mein nächstes Projekt wird dann wahrscheinlich, ich denke mal, es wird ja die nächsten Tage auch Memento Mori 2 rauskommen. Also ich werde wahrscheinlich den ersten Teil oder den zweiten Teil Let's Playen, sehen wir dann einfach. Und ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über positive Bewertungen, Kommentare und vor allem über das Abonnieren freuen. Bis dann, Freunde.